Hallöche. Ei Gute, heute ist es endlich soweit. Ich habe so viel Anfragen gekriegt. Baby, mach doch mal ein Grüßsoße-Rezept. Ist ja auch passend, heute ist Gründonnerstag und das ist der Wege. Babys Thermotipps heute mit grüner Soße. Bitte nicht die grüne Soße nehmen, die beim Thermomix drin ist. Das ist ohne Worte, das kann man einfach nicht fressen. Da muss man mit Vorwerk retten. Also das ist ohne Worte, was die anderen verkauft wurde. Wir nehmen natürlich, was ich gehört, die grüne Soße. Und da haben wir die Petersilie, die Kerbel, dann haben wir die Schnittlauch, dann haben wir die Kresse, Pimpinelle, Sauerampfen, Borretsch. Alles sieben. So, und den ganzen Klumpatsch habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Schön gewaschen natürlich, ja. So, jetzt kommt das da rein. Einfach die Kräuter hineinstecken. So. Machen wir natürlich alle auf einmal. Man kann Stress machen, muss es auch nicht groß häckseln. Ah, da ist noch ein Stiel dran. Vorher die große, dicke Stiele abmachen, das ist ganz wichtig, gerade bei der Petersilie vielleicht. Also ich mache das wenigstens ab. Manche fressen es mit. So, jetzt wollen wir mal sehen, das Wunderwerk der Technik. Ich lasse mal durch den Deckel ab, denn da kommt jetzt was ganz Tolles. Wir nehmen den Spatel, um das Ganze noch ein bisschen mit zu unterstützen. Wir machen mal 10 Sekunden, würde ich sagen, und das Ganze volle Granate. Der Spatel verteilt jetzt schön das Zeug, wie sie da drin. Avon-Beraterin. Na, guck mal, den lassen wir raus. Aber ansonsten. Guck dir mal, das hättet ihr so schnell nicht mit der Hand hingekriegt. Und es riecht gut. Ach, riecht das Zeug gut. Ja, was wären wir ohne unser Operator Kräuterbauern? Da danke ich jetzt mal ganz herzlichst nach Operat einen lieben Gruß an die Schecke, an die Creme, an die Keller, an die Jungen, an die Huber. Denn ihr sorgt ja dafür, dass Frankfurt immer schön mit Kräutern versorgt ist. Auch die grüne Soße Grünchen, unser Susanne Reichert sorgt dafür. Grünes Soße Festival ist verschoben auf Oktober. Ich hoffe, wir sehen uns dann trotzdem. So, jetzt kommt da rein. Bissi saure Sahne. Soll ja auch was schmecken. So, ich mache immer von allem zwei Becher. Dann hat man noch was. Die nächste Dore. Also, Joghurt, das ist jetzt mein Rezept. Jeder hat natürlich sein individuelles Rezept. Noch ein bisschen. Das ist Bio-Joghurt. Habe ich schon mal gekauft. Gab auch, sonst bleibt ja nichts. Ein kleiner Schuss Essig. Ich nehme den Apfelessig. Der gute Apfelessig von der Frau Dr. Höhl. Ganz, ganz wichtig. Da macht man mal so ein Löffelchen voll. Aber je nachdem, wie ihr gern es hättet, könnt auch Balsamico nehmen. Ja, machen wir zwar. Das soll ja ein bisschen Geschmack sein. Spritzersche Zitrone. Ganz wichtig. Und Original Fra Schreiber Senf aus der Klarmarkthalle. Ne? So, dann neide mit. So. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. So, jetzt der Deckel drauf. Und der ganze Klumpatsch, sagen wir mal. Naja, 5 Sekunden auf Stufe 4 steht durchmischen. Avon-Braterin. Jetzt guckt euch das mal an. Ihr werdet ja gleich an der Zeit sehen, wie lange das gedauert hat. So schnell. Oh, habt ihr keine Grüßsoße gemacht? 4 Minuten 20 und das mit deinem ganzen Gelaber. Ja, das muss ja 4 Minuten 20 mit meinem ganzen Gelaber. Normalerweise hat das in 3 Minuten durch. Und so schnell hat sonst keine Grüßsoße gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß jetzt beim Essen. Über Ostern, passt gut auf euch auf. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Die nächste Thermomix-Show mit Lisbeth ist am 5. September im Tanzzentrum bei Blair Wolf. Tickets gibt es bei Ticket online. Ja, und ich sag, ach, eigentlich war doch heute mediterrane Tomate auf Strich dran, oder? Scheiße, der kommt. Also, das nächste Mal, versprochen, der mediterrane Tomate auf Strich. Ach, uns fällt bestimmt was anderes ein. Bis dann, macht's gut, tschüss.